Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind wieder live auf Twitch mit Sims 4 und Part 50 unserer Insane Baby Challenge. Das ist so crazy, dass wir einfach schon in Part 50 sind. Ich kann es gar nicht glauben, dass die Zeit einfach so rennt und dass wir uns so überschlagen mit den Parts, aber es ist so. Part 50, wir haben 16 Kinder insgesamt, müssen noch also insgesamt 25 kriegen, könnt ihr jetzt selber ausrechnen. Und ihr werdet an der Seite ganz liebe Grüße von den Zuschauern, die live auf Twitch mit dabei sind. Wir werden jetzt als erstes mal die Kommentare von Part 49 anschauen. Da haben wir unsere Kinder richtig hasseln lassen und haben einige Alterungen durchgeführt. Zum Glück, weil jetzt ist es wieder ein bisschen einfacher geworden. Wir haben Fritz zum Kind werden lassen, Grace und Grayson zu Kleinkindern werden lassen, Henry und Hayden zu Säuglingen. Ich glaube, das war's. Das ist mal wild, ne? Und wir gucken uns jetzt die Kommentare an und starten dann auch direkt rein. Ihr habt Folgendes geschrieben unter den Part vom 49, Part 49. Conny, hallo! Conny schreibt, hallo, freue mich auf den Anfang nachzugucken. Ja, danke schön, freut mich, dass du das nochmal nachschaust. Lauf schreibt, hallo Sandra und hallo Twitch. Danke, dass wir immer Folgen, dass wir die Folgen immer auf YouTube nachschauen dürfen. Bist du eine liebe Person. Ich freue mich voll, dass du sie nachschaust. Vielen, vielen Dank dafür. Also vielen Dank für deinen Support auf YouTube. Danke dir. Und Jenny schreibt, der Stream war mal wieder so unterhaltsam. Danke dafür, dass ihr das immer so feiert. Ich verstehe es gar nicht. Ich bin immer total, also ich meine, ich freue mich natürlich, dass ihr meine Let's Plays gerne guckt, ne? Aber ich wollte damit sagen, dass ich immer so gestresst bin in diesem Let's Play, weil das so anstrengend ist mit so vielen Kindern und ihr findet das großartig und ich bin immer so, Hilfe, dass ihr euch das geben wollt, freiwillig. Und Dino Lauria, willkommen im Lauriex, willkommen im Stream. Danke für dein Follow und Hallöchen. Also ich bin ja schon maximal gestresst, ne, zwischendurch. Also es gibt schon Phasen, wo ich denke, holy moly, Donut Shop, ja. Das wild. Aber ich freue mich natürlich, ne? Ich freue mich. So, Sekunde. Einen Moment. Okay. Herzchen zurück. Liebe diese Challenge. Dankeschön, das freut mich sehr. Vielleicht möchte Grace als Ausgleich zum Job etwas machen, vielleicht malen oder so. Und zu Henry und Hayden, eventuell möchte ja einer von den beiden Koch werden. Hatten wir ja auch noch nicht. Ein anderer geht vielleicht auf Geschicklichkeit. Oder wir machen Mixer und Koch. Das fände ich natürlich auch richtig cool, wenn wir das so ein bisschen aufteilen würden, ne? Mixer und Koch könnte gut sein. Dankeschön für den Vorschlag. Es wäre viel einfacher, wenn die Sims einfach mal machen würden, was man ihnen sagt, aber nein, das geht ja nicht. Frustrierend, absolut, Luisa. Es ist so anstrengend. Wenn man vom stressigen Alltag kommt, das Erste, was man macht, guckt, ob ein neuer Stream da ist. Liebe deine Videos, Jennifer. Und das dann die Insane Baby Challenge. Weißt du, was ich meine? Das ist mal ein Feierabend-Stream, ey. Uff. Das war ja eine super effizienter Part. Ist so, 5 Kids gealtert. Das muss er erstmal schaffen. Sandri, vergiss nicht, Fritz noch in die Schule anzumelden, falls er das nicht von selbst geht. Ich glaube, das passiert beim nächsten Mal, wenn er muss, von selbst. Glaube ich zumindest, ne? Ich habe das Highschool-Pack nicht. Deshalb weiß ich nicht genau, wie das geht. Aber vielleicht können Dasha und Daisy vorzeitig den Abschluss machen. Dann können Daisy und ihre kleinen Geschwister helfen, Fähigkeitsbuch lesen und so. Und Dasha kann an ihren Fähigkeiten arbeiten. Übrigens, wenn du noch kein Kind auf den Weg bringst, warte mal, was? Übrigens, wenn du noch ein Kind auf den Weg bringst, kannst du Etienne endlich loswerden. Ja, dann wäre es einer weniger im Haushalt und er kümmert sich ja eh nur eher um... Er kümmert sich ja eh nur, wenn er sich nicht kümmern soll. Wenn er, ja, true, das stimmt, er regt mich manchmal schon ganz schön auf. Viel Spaß beim Spielen, ich freue mich schon aufs Nachgucken später. Dankeschön, Girl. Wo gibt es die schönen Betten? Also ich habe die Kinderbetten hauptsächlich von Severinka und Peacemaker, korrekt? Ich glaube, Severinka und Peacemaker. Genau, stimmt. Die Dino-Betten sind von Saibulett oder Saibubu, je nachdem, wie sie sich momentan nennt, ne? I don't know. Ja, Daniela schreibt, Hallöchen, konnte es jetzt erst wieder nachschauen. Was für ein Stress mit den Babys. Also Hut ab, dass du das so spielen kannst. Respekt, ja, Edelsteinkunde braucht lange. Vielleicht kann sie darüber lesen, dass es schneller hochgeht. Haben wir auch schon versucht, ne? Also vielen, vielen Dank dir, Jade. Und Dragonwitch schreibt noch, hey, ich bin jetzt auch Teil... Nein, was? Hey, bin jetzt auch bei dieser Challenge dabei und habe die letzten 2 Monate die Challenge geguckt. Bin echt froh, dass ich jetzt auf den neuesten Stand bin. Freue mich jetzt auf den weiteren tollen Part. Liebe Grüße an alle, liebe Grüße an dich. Dankeschön. Cool.
Okay, dann würde ich sagen, starten wir rein, oder? Bitte schlaf jetzt. Der soll mal bitte schlafen. Gut, zweites Kind schläft. Okay, wir haben es voll im Griff. Toilette kaputt, egal. Die schlafen auch. Es ist 15 Uhr mittags. Wieso schlafen alle? Wieso heulen eigentlich alle? So, du gehst jetzt mal hier runter. Wir stellen ja die Sachen her. Egal wie, ne? Welcher waren das jetzt nochmal? Dieser ganz toll... Wir können uns den nicht... Oh mein Gott, der muss gefunden werden? Das ist ja blöd, Leute. Ich wollte es jetzt einfach herstellen, den Blumid. Geht nicht. Ne? Ach, dieses Girl, ey. Was macht denn das? Sim kann nicht sterben. Gut. Alienkräfte. Gut. Mach doch irgendwas einfach. Hauptsache, deine Fähigkeit geht hoch. Warum heulen denn da oben alle? Kommen alle mal einen Nap. Mm. Oh Mann, ey. Jungs, habt ihr schon eure Hausaufgaben gemacht? Nee, ne? War mir klar. Wo sind denn deine Aufgaben eigentlich schon wieder, Freundchen? Hey, wo hast du deine Hausaufgaben hin? Gleich werde ich sauer. Muss ich jetzt ernsthaft deine Hausaufgaben im Haus suchen? Ich kaufe dir deine Hausaufgaben, kein Problem. Wo ist besagtes Hausarbeit? So. Hausaufgaben machen. Hausaufgaben machen. Ihr macht jetzt bitte alle mal eure Hausaufgaben, bevor hier irgendjemand schlafen geht. So. Du machst auch deine Hausaufgaben, Schatz. Ich sag's ja nur. Oh mein Gott, es ist wieder runtergegangen. Das ist ja mies gewesen. Hm. Okay, die Jungs machen alle ihre Hausaufgaben. Großartig. Ach, Fritz hatte noch keine Hausaufgaben, ne? Weil er ja noch nicht in die... Ja. Immer zwei, drei Hausaufgaben im Vorrat kaufen. Das klingt auch so lustig. Leonie, Hallöchen. Aha. Ach, müssen wir hier noch erneuern? Oh mein Gott, kann das sein, dass wir alle Bilder noch erneuern müssen? Oder haben wir das schon gemacht und so nicht hingehängt? Oh, das mit den Bildern ist langsam anstrengend, Leute. Oh Mann. Oder sind die da drunter? Nein, okay. Fritz. Ezra. Envy. Grace. Grayson. Emil. Hey, die hat mir die Zunge rausgestreckt. So, Ezra. Erstmal Ezra. Dann Envy. Und dann Emil. Okay, dann Fritz. Dann Gracie und Grayson. Oh Gott. Dann Henry und Hayden. Das waren unsere letzten drei. So. Aber ich finde es ja auch schön mit den Bildern. So ist ja nicht. So. Eins. Zwei. Drei. Ich öffne mal unseren Stammbaum. Henry und Hayden.
Hayden und Henry, wie rum auch immer. Gut. Oh shit, habe ich mich jetzt verklickt? Ach ja, genau, die waren hier oben. So nämlich. Okay. Fritz war noch hier. Und Gracie und Grayson waren auch hier. So. Ja. Warum hat Fritz einen Schlafanzug an? Und wer bist du überhaupt? Ach so, Fritz. Okay. Kein Problem. Ja, es ist schon schön, das an der Wand zu haben, ne? Es passt schon. Ist schon cool zu wissen, wer wem und so. So, danach soll sie mal eine kurze Dusche nehmen. Was ist denn mit dem Staubsauger schon wieder los? Ja, genau, Dani. Eins noch von Etienne fehlt noch. So, sie braucht Spaß. Du holst dir jetzt mal was zum Snacken. Und schaust TV. Ob sie mal los will? Oh Gott. Haben die Jungs jetzt ihre Hausaufgaben gemacht? Lesia Velouk abgeschlossen. Emil, hast du mich gecheatet mit deinen Hausaufgaben? Sag mal, geh doch schlafen. Warum hat der so ein Problem mit dem Schlafen? Jetzt nicht mehr, ne? Weil die müssen ja Einserschüler werden, dass wir sie altern lassen können. Okay, räum das mal weg. So. Ist doch. Ist doch. Ess jetzt. Aha. So, danach kannst du... Was war das jetzt hier für ein Schmuckstück? Sims baut schneller mentale Fähigkeiten auf. Ja, lassen wir mal im Schmuckschrank stehen. Geht es da gar nicht rein? Oh, verdammt, Leute. Das geht ja mega cool. Guckt mal. Da können wir die ganzen Sachen reinmachen. Schmuckschatulle. Und Natastrophal, willkommen im Stream. Schön, dass du reinschaust. Cooler Name. Nee, leider nicht, Dani. Das habe ich schon gecheckt. Wir können diesen Stein nicht einfach kaufen, leider. Den kann man nur... oh mein Gott, wie geht's ihr denn überhaupt? Nee, also der lässt sich leider nicht kaufen. Gracie braucht eine Wanne. Die große Schwester ist kompetent und bemüht sich, für Grace eine schöne Wanne zu besorgen. Come on. Warum bringst du das kleine Würmchen hier nach oben? Gut. Wollen wir Grace noch baden? Hast du Lust? Geh mal den Kleinen füttern. Och, lass das Kind los! Oh, wieso haben wir den Zwillingen eigentlich schon wieder alles gleich gemacht? Das ist doch nicht gut, Leute. Das ist doch nicht gut. Weiß doch die Sandra wieder nix. Weiß ich doch wieder nix, ne?
Oh mein Gott. Hase, nimm dir bitte einen Snack für Kinder. Ihr kriegt heute Hähnchen-Nuggets zum Abendessen. Damit ihr schön groß und stark und pummelig werdet. Und euch dann im Erwachsenenalter beschwert, dass ich euch so schlecht ernährt habe. Dass ihr wegen mir pummelig seid, weil ich euch nicht gut ernährt habt. Ja, das kann natürlich sein, Dani, ne? Weiß halt kein Mensch mehr jetzt. So, guck mal. Der da unten, den nehmen wir mal hoch. Und füttern ihn mal. Sie hat eine Schwangerschaftsdepression oder eine Babyblues, Leute. Sie hat einen Babyblues. Eieiei. Hatte dein Sim auch? Crazy, oder? Muckelmistress, willkommen im Stream. Hallöchen. Och, Leute. Ist das Hayden? Ja. Wer ist denn das? Henry. Nee. So. Oh, er möchte keine Kinder mehr, Leute. Interesting. Ich glaube, manche Moodlets sind nur nicht übersetzt bei mir, aber die meisten schon. Öffnen. Edelsteinkunde 2. Lesen. Ella, ob du diesem kleinen Würmchen mal die Windel wechselst? Der tut mir richtig leid schon. Der muss doll Kacki machen in seine volle Windel. Das ist ekelig. Das ist doch ekelig, Leute. In die volle Windel Kacki zu machen. I. So, mal ein bisschen Glücksspiel. Oh, wir haben ein Bärchen in der Familie. Und du machst weiter hier mit Sitzen üben. So. Ezra, sonst ist alles aber optimal, oder? Hase? Verstehe gar nicht, wieso er keine Kinder mehr möchte. Ist frech, oder? Oh, Mausi, nimm mal Insulin. Und dann geh nochmal schlafen. Hat sie dich jetzt geweckt? Gracie, ob du bitte ins Bettchen möchtest? Ob ihr alle mal ins Bett geht? Enfigi, schlafen. Und du auch. Und du sowieso. So. Level 6, Leute. Level 6. Jetzt wird Sandra richtig sauer, ja? Mann. Wir haben halt erst Level 6, ne? Das ist feinett so viel. Oh, die mit ihrer Edelsteinkunde. Sehr anstrengend. Ja, quatsch mal ein bisschen mit der Mama. Pia, schönen Feierabend. Was war jetzt das für ein böses Geräusch? Das kann ich ja gar nicht zuordnen. Hm? Tigerlady, hallöchen. Ja, hör mir auf, du. Schon wieder richtig Stress hier. Wait, hast du Belohnungspunkte? Ich vergesse immer, dass wir den Belohnungsstore benutzen dürfen. 955! Wir holen Sachen aus dem Belohnungsstore! Trink den Stimmungslöser, damit du fit bist. Und vielleicht schwänzen wir heute sogar die Schule. Wie findest du das?
Schule schwänzen, Leute? Dürfen wir? Bestimmt, oder? Steht ja nicht in den Regeln, man darf nicht die Schule schwänzen. Außerdem melden wir uns krank, weil wir so krank sind. Urlaubstag nehmen. Easy, wir nehmen uns ganz offiziell einen Urlaubstag von der Schule. Mach ich auch mal so. Ich sag dann immer, hey, Urlaubstag bitte. Sabi, hallöchen. Bis wir da eins weggenommen wird. Oh, das kann natürlich auch sein, Schlapp. Ich glaube, das ist nur manchmal. Bei dieser ein, zwei Trades ist das. Sonst ist das eigentlich nicht. Wir ziehen es jetzt durch mit ihr hier, mit ihrer komischen Sache da. So, du kannst das hier essen. Du schläfst noch. Okay, du schläfst auch noch. Fritzi, geht's... Was machst denn du da draußen eigentlich, Fritz? Was ist denn mit dir? Jo, erfrier doch bitte. Hallo? Der war einfach draußen die Nacht über. Da frage ich jetzt lieber mal nicht nach, ne? Ob der bitte auch mal in die Schule möchte? Ich fände es wirklich schön, wenn Fritzi an der Schule teilnehmen würde. Ja, mach das mal, Eva. Bis zum nächsten Mal. Schule fortsetzen. Okay. Ach, jetzt ging's. Okay, gut. Ela, danke für deinen Lurk-Support. Wieso ist sie denn so wütend? Sei doch nicht so. Haben wir eigentlich dieses Aufladeding irgendwo platziert? Haben wir nicht. Okay. Mach weiter. Okay, Level 7. Ella schon schwanger? Nee. Ja, die Kids machen ihr Ding hier. Oh Gott. Ich krieg noch die Krise, ey. Ich krieg echt noch die Krise. Du gehst ohne uns arbeiten. Ach, machst du das jetzt noch vor der Arbeit? Nö, natürlich nicht. Hallo? Ob du in die Schule möchtest? Excuse me? Ach, der muss morgen zur Schule. Natürlich. Oh, miau. Hallöchen. Und Taras Place. Willkommen im Stream. Hallöchen. Taras Place. Hallöchen. Strenge Familiendynamik. Gott, ich will kein Halloween feiern. Wir können mit der Family Challenge kein Halloween feiern. Tut mir leid, Leute. Oma ruft an, geht auch gerade nicht. Oh, wir haben Geld geschickt bekommen. Das ist natürlich süß. Oh. Post. Gut, Rechnung wahrscheinlich. Es ist so ein Stress, aber es ist okay. Es ist schon okay, Leute. Es ist doch okay. Codini. Such dir andere Leute, mit denen du spielst. So, was machen wir mit dir jetzt? Du kannst ein bisschen stapeln. Ah nee, du hast schon Level 2 beim Stapeln. Dann mach doch... Wo ist denn das Tablet? Oh, ich glaube, die großen Jungs haben es einstecken, ne? Du kannst brabbeln. Und mit Puppen mitspielen. Was machst denn du da jetzt? Oh, wir haben keinen Strom bezahlt. Super. Eyo, eyo. Okay. Gut, sie geht weitermachen.
Edelsteinkunde 7. Ich hole mir mal das Buch raus, das sie jetzt wieder da reingesteckt hat, damit sie das danach noch lesen kann. Ella, du musst jetzt mal nach den kleinen Rackern hier schauen. Komm mal hier hin. Die kleinsten der Family da oben sind eigentlich versorgt, aber hier brennt's. Es brennt, Ella. Schnell. Go fast. Sarah, ja, ich speichere mal. Gute Idee. Macht es, Luise. Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir eine schöne Gassi-Runde und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Leute, es ist schwierig. Okay? Okay? Aber wir kriegen's hin. Ich will's ja nicht laut sagen, aber wir werden heute das letzte Kind zeugen. Wir werden heute das letzte Kind zeugen. Mit Etienne. Ich meine, es ist ja süß, dass die ganzen Kids anrufen, gell? Wir haben einfach keine Zeit, ey. Genau, Raya ist die Schwester, Mimi, genau, ja. Und Erdbelinchen, also das ist die Schwester von uns sozusagen. Ach komm, jetzt mach doch ein bisschen Bauchzeit. Was hat nicht funktioniert, Lena? Oh, das habe ich jetzt, weiß ich gar nicht, was du meinst, was nicht funktioniert hat. Oh Gott, dem müssen wir die Windel wechseln. Igitt. Aber ich wünsche dir natürlich noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, Girl. Du kannst dir gerne mal die Regeln durchlesen. Wir sind jetzt... Oh mein Gott, das ist so laut. Oh mein Gott, hört jetzt bitte auf zu schreien. Wir spielen die Insane Baby Challenge gerade. Kannst du gerne mal draufklicken. Die Ace hat den Link reingeschickt. Und da ist auch der Stammbaum nochmal mit verlinkt, dass man nachschauen kann, wo wir gerade stehen ungefähr in der Challenge. Achso, jetzt ist er eingeschlafen. Gut. So, da müssen wir ihn stillen. Oh. Oh nein, du lädst niemanden hierher ein. Ihr habt genug Geschwister, mit denen ihr spielen könnt. Da können wir jetzt leider gerade keine Nachbarskinder hier haben. Das geht leider nicht. Tut mir leid, Kinder. Oh, okay, Lena. Na gut, dann ruhe ich jetzt gut aus. Ich hoffe, es klappt jetzt. Was haben wir denn jetzt hier alles für Sachen, die da passieren? Haben unsere Drillinge schon Einser? Nein, Zweierschüler. Gut, schlecht. Leistung. Und du, Schatz? Zweiergrundschüler, schlechte Leistung. Und du? Zweier, ich bin schwer enttäuscht. Nee. Da habe ich mehr erwartet. Das sage ich ehrlich, da habe ich mehr erwartet von unseren Kindern. Gut. Naja. Kann ja nicht jedes Kind hochbegabt sein. Schade. Oh, true, Lisa. Ich hab's schon wieder vergessen, dass es das gibt, ne? Nina, Hallöchen. Oh, tut mir leid, dass du so einen anstrengenden Tag hattest. Mach's dir genau, mach's dir gemütlich. Also manchmal hört sich das so an, als wären uns hier die Kinder weggenommen, ey. Geht's euch gut, Mädels, Boys und Girls? Esst mal euer Schinken-Käse-Sandwich. Genau. Hast du bitte deine Hausaufgaben? Super. 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 Dann dürft ihr euch jetzt gerne frei bewegen.
Kreativität brauchst du ein bisschen. Ja, dann kannst du mit den Puppen spielen. Odin ruft an. Ey, was heißt denn nicht, mit wem du Zeit verbringen willst? So, ich würde sagen, Kinder, ich gehe heute mit Etienne ein bisschen aus. Ja, genau, wir gehen heute ein bisschen aus. Oder so, Leute, oder so. Lass doch bitte das Baby liegen. Geh jetzt schlafen, damit du fit wirst. Los, los. Gesundheit, Schatz. Ja, ja. Gut, aber jetzt langsam geht's, ne? Was auch immer Fritz und Daisy jetzt gerade miteinander zu tun haben. Ach, hier. Räum doch mal auf. Und iss was. Alle mal was essen hier, ey. So, wir gehen jetzt mal ein Date machen. Hast du gerade ja gesagt? Kannst du reden? Ich glaube, unser Kind kann auf einmal reden. Wäschst du ihn mal? Waschen. Och, der hat doch gar keinen Hunger. Bisschen überfressen noch, das Kind. Ach, Etienne. Nochmal waschen. Ahui. Hä? Ach so. Wir haben jetzt ein Date. Wie schön, ich freue mich so. Das ist so toll. Wir haben ein Date. Wo geht's denn hin zum Daten? Ich glaube, wir machen mal ein bisschen Liebe irgendwo weit weg von zu Hause. Ist hier ein Observatorium? Also, frage ich mich. Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Können wir irgendwo Liebe machen, wo es legitim ist, Leute? Hier ist ein Schwimmbad. Ja, super Sache. Super Sache. Super Sache. Aber ich hoffe, unser Sohn geht jetzt nicht mit. Sag jetzt nicht, dass er mitgeht. Habe ich das jetzt falsch gemacht? Geht jetzt unser neugeborener Sohn mit? Ach, naja, wir werden sehen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Na, 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 na. Naja, derselbe Look. Du gehst nach Hause, Schatz. So. Oh, ich bin so froh, dass wir mal wieder ein bisschen Zeit zusammen haben. Oder? Okay, wir müssen jetzt mal gucken. Wo ist denn hier eine Techtelmechtel-Angelegenheit, Leute? Jetzt mal ehrlich. Oh, Mann. Wir hatten so wenig Zeit in den letzten Wochen. Ich freue mich einfach mal wieder ein bisschen mit dir Zeit zu verbringen und dass wir uns mal wieder näher kommen und diese Dinge. Sie möchte mit Dean
flirten, Leute! Oh mein Gott, das war auch noch unser Endgame-Boy, oder? Ella, wir sollten verhüten. Ja, klar, aber als ob da jetzt was passiert bei dem einen Mal. Naja, das Risiko ist schon hoch. Ach, und wenn, dann eins mehr oder weniger, da kommt's doch auch nicht drauf an. Nee, Ella, ich bin mir sicher, das ist keine gute Idee. Naja, aber ich meine, komm rein. Ja, sie haben jetzt ein bisschen Liebe gemacht. Es wurde kein Schutz verwendet. Zur Sicherheit machen wir nochmal ein bisschen Liebe. Ach, danke schön, Sophia. Das ist so lieb. Danke dir. Süß. Ja. Ach, wie schön. Das freut mich voll, Sophia. Ich habe gerade gesehen, seit 2023 schon, gell? Richtig, richtig cool. Haben wir bald Jahrestag. Im Juli. Super. Sehr nice. Alle guten Dinge sind drei für Drillinge. Hallo, Leute, jetzt mal Entschuldigung. Jetzt mal hört mal auf. Was ist denn los mit euch? Ihr wollt mir jetzt hier keine Drillinge unterjubeln. Schluss. Sage ich ganz klar mal Schluss. So, ich möchte jetzt ein Foto machen. Das sieht doch nett aus, oder? Ein Baby reicht. Ein Baby würde wirklich reichen. Bin nur stille Mitleserin. Das ist völlig fein. Absolut fein. Wir brauchen... Schöne Bluse, gell? Und oft glitscht die. Deswegen finde ich die jetzt gerade super schön, weil die mal nicht glitscht. Wir nicht, aber Etienne. Ein Baby. Ich bin heute mal nett. Klar, was ist denn los? So kenne ich dich ja gar nicht. Was ist denn da los, du? Hey! Nein, Spaß. Du bist immer nett, nur manchmal bist du halt frech. Aber Drillinge sind toll. Rika. Rika. Stehst du? Da reden wir jetzt nicht drüber. Jen hat sich extra angestrengt. Ja, wahrscheinlich, dass es nur eins wird, ne? Ja. Ella, lass uns doch gleich ein schönes Bild machen. Komm mal hier hin. Ja, ich weiß, du musst ein bisschen pieseln, aber komm mal hier hin. Die arme Gebärmutter. Denkt denn keiner an die? Ich glaube nicht, Neperchen. Ich glaube, da denkt irgendwie keiner dran. Nee, außer wahrscheinlich Ella, die... Oh Mann, naja, wilde Sachen macht mit diesen wilden Kindern. Gut, ich mache jetzt ein schönes Foto für unser Zumtnail. Ey, jetzt habe ich dich erwischt. Eho, eho. Nee, da hockt sie auf Klo. Oh nö, ach schlau. Das tut mir so leid. Gute Besserung. Das ist nicht okay, ey. Böser Fuß. Wo ist denn mein Schwangerschaftstest, Leute? Der fliegt doch schon wieder irgendwo rum, du. Ich sehe das doch. Wo ist er? Wo ist er? Pregnancy Test, aha. Let's have a look. Drillinge, oh nein. Oh, das sieht irgendwie falsch aus. Ich glaube, das ist der falsche Test.
Ella so, wait, what? Ich meine, wir wissen ja noch nicht, ob sie schwanger ist, ne? Wir müssen gleich gucken. Ich glaube, das eine Bild war schon ganz schön. Wollen wir mal gucken gehen, ob wir prägnant sind? Oh, wieso kann ich nur diesen Test machen und nicht den von... Hä? Weil wir auf einer öffentlichen Toilette sind, oder was? Wieso können wir nur diesen Test machen? Gesundheit, dankeschön. Hä, wie komisch, oder? Danke für eure Gesundheit. Und? Was machst du da drin? Ja, okay, hat natürlich geklappt. Nee, nee, Pachchen, ich habe schon gesehen, dass Blase und Hunger sehr stark runtergingen. Das ist immer schon sehr eindeutig gewesen gerade. Sagen wir es ihm? Vicky, hallöchen. Sagen wir es ihm, oder? Oh Mann, ich weiß nicht, ob das jetzt so gut war, Leute. Jetzt sind wir schon wieder schwanger. Das Leben ist so stressig, ey. Wirklich. Leben ist echt ein bisschen stressig. Überraschung, ja. Gut, okay. Tschüss. Nee, freuen wir uns. Sind wir doch happy. Ist toll. Jetzt kann er ja gehen. Ja, wir müssen das inszenieren aber, ne? Wie wir das machen. Also, wir wollten ja drüber nachdenken, ob er vielleicht Gedächtnisverlust bekommt, ne? Und dann deswegen nicht weiß, dass er, also, wisst ihr, diese Sachen hoch. Da sein Gedächtnisverlust bekommt. Ja, und dann nicht mehr weiß, was ist. Gell? Wir spielen keine 100 Baby-Challenge, ne? Wir spielen eine andere Challenge. Wir brauchen nur 25. Ich ganz ehrlich, ich hätte auch gar keinen Bock, 100 zu kriegen. Also ich finde es jetzt schon anstrengend und wild, aber 100? Nee. Hätte ich gar keinen Bock, ehrlich gesagt. Mm-mm. Oh, Etienne, mir ist ein bisschen übel, seit wir das letzte Mal dort waren. Oh mein Gott, was haltet ihr davon? Also, das ist natürlich voll grausam, Leute. Aber was haltet ihr davon, wenn er einen Unfall hat bis zum nächsten Part? Also im nächsten Part sozusagen. Dass er dann so eine Art Autounfall hat und deswegen dann halt diese Dinge passieren, die passieren werden. Das war so klar, dass das Hayden ist. Das wäre ja tragisch. Ja, das stimmt. Das wäre echt tragisch. Würde aber auch irgendwie gut passen, ne? Luca, hallöchen. Vanni, hallöchen. Und Lili, hallöchen. Oh, wie cool. Das hört sich super an. Warum ist euch denn so kalt? Haben wir keine Heizung? Ja, dass er halt, er fällt die Treppe runter. Ja, so, ja, wobei im Haus will ich das, glaube ich, nicht erleben. Ich glaube, dass wir sowas machen wie, dass er halt irgendwie, ja, weiß nicht, überfahren wird. Oder auf der Arbeit sich mit irgendwas Tödlichem ansteckt oder so. Nichts Dramatisches. Also, ist natürlich alles dramatisch. Oh, sie sieht so cool aus. Wir spielen gerade in New Quest. Autounfall auf dem Weg zur Arbeit. Das ist natürlich alles sehr, sehr grausam, ne, Leute? Also, das ist alles nicht lustig und echt schlimm, aber wir spielen nur eine Challenge, nur ein Spiel, ne? Deswegen würde ich halt eher sagen, ja, dass wir das, wenn dann, schnell, schnell machen. Ich finde halt Gedächtnisverlust irgendwie spannend. Wir können natürlich aber auch das irgendwie, können wir das irgendwie harmlos machen? Ohne, dass es so dramatisch ist? Aha.
Ja, ich glaube, sowas würde ich mir lieber nochmal für einen anderen Partner aufheben, Barney. Und dieses, weil ich finde, wie gesagt, das mit dem, also die Idee, dass wir sagen, ne? Stößt sich den Kopf am Kühlschrank. Lisa. Elisabeth, Hallöchen. Das hört sich auf jeden Fall lustig an. Also, das ist eher lustiger. Oder ich platziere eine Kuhpflanze. Die er selbst mitbringt, weil er die züchten will. Oder so. Oder er isst vergammeltes Kugelfisch-Nigiri, weil er aus Versehen. Weil er halt schlecht im Kochen ist. Und nicht gesehen hat, dass der Fisch schon schlecht ist, den er selbst mitgebracht hat von der Arbeit. Der hat sich auf der Arbeit Essen mitgebracht. Sushi. Und das Kugelfisch-Nigiri ist aber schon abgelaufen gewesen. Er hat es trotzdem gegessen. Oh, Arbeit ist der Automat und fällt auf wie mit einer Gehirnerschütterung. Oh, ja, Fernandra, das ist super. Es war ein Arbeitsunfall mit diesem Automaten und daraufhin verliert er sein Gedächtnis. That's it. Ja, Edelsteinkunde 8. Oh mein Gott, ey. Lu, Hallöchen. Ich hänge an ihm, er tut mir leid. Wir machen das kurz und schmerzlos, kein Problem. Kinder, wart ihr überhaupt schlafen heute Nacht? Habt ihr geschlafen? Ich glaube, die Kinder haben nicht geschlafen. Sie nimmt sich nochmal einen Tag Urlaub. Ich wusste gar nicht, dass man so viele Urlaubstage in der Schulzeit hat. Was ist denn das? Die haben aber auch immer ein Organ, diese Kinder, ey. Holy Macaroni. Bitte. Nein, ach Ella, du bist schon eine Granate, ey. Nicht positiv gemeint. Stillen. Soll ich ihn jetzt mit der Flasche füttern, was? Nee, geh doch alleine. Und nächstes Mal gehen wir mit ihm auf die Arbeit und dann passieren Dinge, okay? Im nächsten Part. Nee. Wieso kann ich ihn denn nicht stillen? Ich kann das Kind schon wieder nicht füttern, Leute. Ach, weil ich dumm bin. Oh, vergessen wir es. Etienne, gehst du bitte arbeiten? Hey, jetzt ist sie doch in die Schule gegangen. Unseren Kindern geht es gut. Wir brauchen uns keine Sorgen machen. Alles ist gut. Ess nur ein bisschen Apfelmus. Damit werdet ihr groß und stark. Yummy, yummy. Alle Puppenhäuser sind kaputt. Mein Leben ist ein Trauma hier, ey. Ein absolutes Trauma.
Können wir mit ihm ein bisschen Bauchzeit verbringen? Der sieht mir so aus, als würde er gleich sitzen wollen. Sieht mir so aus, als könnte sie gleich sitzen, Leute. Ich fühle das. Gott, wir müssen bald zum Frauenarzt und erfahren, wie viele Kinder wir kriegen. Ich hoffe nur eins. Sag mal, ist Etienne noch da? Ach, das ist der Mann. Irgend so ein Mann. Könnt ihr beide mit denselben Puppen spielen? Oh, ich weiß jetzt nicht, ob das so eine gute Idee war, direkt noch ein Kind zu bekommen, ne? Ja, Carlo, wenn du Ausrufezeichen Reshade machst, erfährst du auch, welcher das ist. Oder nee, Ausrufezeichen Shader, Entschuldigung. Oh, danke, Ace. Lern sitzen. Ja. Oh, okay. Ja, da kannst du auf den Rücken rein. Super Kind, machst du super. So, du kommst jetzt in die Wanne. Du bist Grayson. Die Mama packt dich jetzt mal in die Badewanne. Grayson, du kommst in die Wanne, weil du stinkst bis zum Himmel. Komm, Grayson. Fritzi muss zum Arzt? Nee, Fritz, das geht jetzt nicht. Nee, Fritz, das geht jetzt nicht. Wir haben jetzt überhaupt gar keine Zeit, mit dir zum Arzt zu gehen. Ich finde auch, so ein Schultag ist viel zu kurz. Die kommen schon wieder aus der Schule raus, Leute. Ich habe da jetzt gar keine Zeit für. Da unten heult schon wieder einer. Hat sich in den Schlaf geheult. Okay, kein Problem. Kein Problem, die Kinder heulen sich einfach in den Schlaf. Ja, kommt alle nach Hause. Eine 2, wieso? Oh mein Gott, bist du müde. Ja, okay. Komm mal schnell nach Hause, mein Hase. Geh mal bitte pieseln, duschen, schlafen. schlafen. Und du, schlafen. Gut. Fritz, schlafen. Okay, haben alle Kinder im Griff. Ist überhaupt gar kein Problem. Ich wollte dir helfen, aufs Töpfchen zu gehen. Warum machst du es nicht? Ella? Er macht sich gleich in die Windel. Ja, ich frag mich auch, wo unser Tablet ist. Das haben die Jungs doch noch einstecken, oder? Ja. Ja, perfekt, da sind sie. So, Grayson, schön abknödeln, okay? Oh nee, sie soll zuschauen, dann lernt sie es doch auch. Irgendeiner ist umgekippt. Ja. Ja. Schön lernen. Es ist ein schwieriges Leben. Ob er jetzt bitte mal Kaki macht. Wer ruft denn jetzt hier an? Nee, da kann ich jetzt auch nicht dran gehen. Okay, haben wir noch einen Belohnungs... Oh, geil, wir können ja das nochmal aus dem Belohnungsturm holen. Kein Problem!
Stimmungslöser. Come my girl, drink it. Boah, das ist so ein hartes Unterfangen hier. Boah, diese Kinder, ey. Sie kann doch die super effiziente Sache machen. Geh weg! Du gehst jetzt von dem Kind weg! Ich möchte es jetzt... Etienne, ich werde dich verlassen, weil du mich nervst, Alter. Du nervst mich richtig. Geh ins Bett jetzt. Finger weg. So. Gut, hat es geklärt. Jetzt stinkt aber Gracie immer noch, oder? Kann das sein? Oder ist sie jetzt eine frische Taube? Oh, sie ist so sauber, die Maus. Ich guck, sie ist so sauber. Level 3. Wir müssen denken üben. Komm, wir denken mal ein bisschen. Gracie Maus? Ist kein Problem. Denkst du, oh, Grace ist so ein schöner Name. Ob du jetzt so... Ja, genau. Super effizient. Mach das, Tanja. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. So viel Liebe. Liebe ist wichtig. Wir sind super effizient. Wieso geht eine super effiziente Sache nicht auf? Oh mein Gott, auf Hygiene. Waschen. Nee, komm, bad ihn doch fix, ne? Wir haben doch so jetzt gelernt. Wir wissen... Nein, nein. Nein, nein. Das ist... Welches Kind? Hayden. Komm mal, Hayden-Bad. Wir machen jetzt ein Hayden-Bad. Annika, hallöchen. Wir machen ein Hayden-Bad. Ach so, sie macht schon. Oh nein, sie macht's nicht. Natürlich nicht. Warum auch? Es sind viel zu viele Kinder. Hör mir auf. Es sind zu viele. Ich habe aufgehört zu zählen. Es sind einfach zu viele. Wieso ist hier dunkel? Haben wir die Rechnung nicht bezahlt? Oder ist Stromeinsparung in einem 40-fach Familienhaushalt? Etienne, steh auf. Du hast jetzt lange genug geschlafen. Ich würde ja auch gerne mal zum Arzt gehen und mal gucken, was wir bekommen, ne? Aber wann ist die Frage, Leute? Wann? Ich habe aber daraufhin, habe ich, glaube ich, bezahlt. Also hier ist auch Licht wieder an. Ich glaube, das war nur da drin irgendwie. So, Ella. Kriegen wir das hin? Ella hier absetzen. Leute, hier steht Ella hier absetzen. Ella, du bist die Erwachsene. Ach, ist auch egal. Mach einfach. Setz ihn ab. Setz ihn ab. Setz ihn ab. Setz ihn ab. Super! Toll! Kannst du bitte Aktivitäten machen? Oh Gott, sie muss auch pieseln und diese Dinge. Girl, du machst doch jetzt nicht deine Hausaufgaben. Bist du verrückt? Du musst Edelsteine schleifen. Los! Hey Mom, kann ich dir irgendwie helfen? Oh, das ist super. Ja, kannst du ein bisschen Bauchzeit üben mit ihm? Oh, wie geht das? Einfach auf den Bauch drehen. Aha. Okay. Waldeule, willkommen zurück. Ella muss unbedingt was trinken, Leute. Oh, hat sie die Matratze abgenutzt. Ich bin total gestresst, Leute. Ich bin total gestresst. Ich gehe immer mit so einem guten Gefühl in dieses Let's Play und denke mir so, ja, wir schaffen das. Easy. Kein Problem. Nee, wir schaffen das. Und dann bin ich so gestresst, dass ich so gestresst bin. Dass ich einfach nur gestresst bin. Wisst ihr, was ich meine?
Ich meine, wisst ihr, was ich meine? Mädchen, schlaf... hallo? Oh mein Gott. Ein bisschen Erbsen essen? Iss mal genau. Und dann geh schnell schlafen. Du isst auch mal bitte. Auch Erbsen. +16, Annika. Ihr seid so frech, ey. Die Kinder haben alle nicht ihre Hausaufgaben gemacht. Ich heul gleich. Steh auf und mach deine Hausaufgaben. Ihr steht jetzt alle auf und macht eure Hausaufgaben. Mir reicht's mal sowas von jetzt hier. Ich kaufe den Kindern jetzt erstmal bessere Matratzen wieder. Weil irgendwie sind die abgenutzt jetzt. So. Was macht der Tiender? Was ist mit ihm denn falsch? Etienne, soll ich einen Exorzisten rufen? Soll ich? Ich glaube, es wäre okay, oder Etienne? Ich kann mich wirklich kümmern. Etienne, ich ruf an. In nomine Patri, del Spiritu Santi. Ah, okay. Er hat geholfen. Ist das dieses Yoga? Ich kann das alles nicht mehr, Leute. Warum spielen wir denn so eine Challenge? Wer hat denn sowas erfunden? Oh Mann, ey. 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 Macht eure Hausaufgaben und geht ins Bett. Ich kann das alles nie mehr. Ich versuche hier echt nicht so viel rumzuheulen. Aber Leute, ich sag's wie es ist. Ich heul jetzt rum. Machst du mal bitte deine Edelsteinkunde auf Level 10, damit ich dich rausschmeißen kann. Gehst du auch mal schlafen? Warum bist du eigentlich wach? Ja, okay, die Aufmerksamkeit tut dir gut, ne? Es tut dir gut, Leute. Tut dir doch gut. Es tut dir gut. Ich will jetzt mit Ella zum Frauenarzt gehen. Der Typ ist doch auch verbuggt, ey. Mir doch keiner erzählen. Ob du das Kind absetzen willst, du kleiner Max? Ach so. Gut. Einfach nur ein schönes Spiel. Es ist einfach nur ein schönes Spiel. Olle Memes. Okay. Okay. Ella, ich wollte kein weiteres Kind. Naja, es war jetzt auch nicht geplant oder so. Aber ich will das nicht. Aber jetzt ist es halt soweit. Ist doch jetzt okay. Nein, ich wollte es wirklich nicht. Ja, und? Jetzt ist es halt so. Ich meine, wie gesagt, auf eins mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht an. Ich denke schon. Nein? Aber wie wollen wir das denn machen jetzt mit einem zusätzlichen Kind? Ja, keine Ahnung. Kriegen wir schon irgendwie hin.
Sophie Stern, willkommen im Stream, hallöchen. Er ist nicht so happy, Leute, mit der Situation. Kokosnussreis. Machen Sie bitte den Kokosnussreis. Machst du den Kokosnussreis jetzt unten? Ah, nee. So. Du gehst mal ganz schnell... Nee, du musst gar nicht duschen. Du gehst pieseln. Du gehst... Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Du kannst mit Puppen spielen. Und dein Bruder geht... ein Snack essen. Kalte Brötchen. Und dein anderer Bruder geht ganz kurz duschen und auch so einen Snack essen. Ei, 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 ei. Und Sophie Stern, danke für deinen Follow. Vielen, vielen Dank. Nicht mehr so lange, Steven. Nicht mehr so lange. Ich würde ja sagen, lass uns warten, bis wir die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, bevor wir neue Kinder machen, so, ne? Würde ich ja wirklich sagen. Aber ich krieg das einfach nicht hin. Geht ihr mal schnell alle bitte in die Schule. Tschüss. Tschüss. Oh. Tschüss. Mhm. Schule ist wichtig. Nein, Daisy schwänzt nicht die Schule. Oh nein. Sie hat, glaube ich, auch eine Gehörschwäche. Nee, du hast schon Fantasie. Du musst auf Denken gehen. So, wir gehen jetzt mal zum Frauenarzt, okay? Komm, geh bitte zur Schule. Er hasst sein Leben. Ich kann sie mir nicht verdenken. Hat er was gelernt? Nö. Cool. Ella, geh mal was aus dem Dampfventil öffnen. Vor allem sie... Ja, jetzt können wir eigentlich auch schon fast warten, bis das Kind oder die Kinder kommen, weil... Jetzt haben wir eigentlich auch schon fast das Kind bekommen. Jetzt könnten wir eigentlich auch warten, bis losgeht. Hör auf, im Essen zu spielen. Ist einfach. Ja, jetzt können wir echt auch warten. Weil wirklich lange dauert es nicht mehr. Zur Kommunikation. Sie ist in 15 Stunden im dritten Trimester. Sandra, die ist... Fernanda, die ist gleich. Also ist gleich. So. Dann räumst du... Nimmst du mal alle Portionen? Es ist so wild, ey. Es ist so wild, diese Challenge. Ich weiß auch nicht, ey, was wir uns dabei gedacht haben. So. Jetzt bereiten wir noch ein Essen vor. Wo ist eigentlich unsere Putzhilfe? Ewig nicht gesehen. Sona. Tina! Willkommen zurück. Mach bitte das Essen jetzt.
Kindererziehung. Ich hab die Kinder doch im Griff. Was wollt ihr denn? Ja, so geht Kindererziehung. Lilly, hallöchen. Ich glaube, Etienne will kein Techtelmechtel mehr. Ich glaube, er will das nicht mehr. Es hat sich, glaube ich, ausgetechtelmechtelt mit Etienne. Ich habe mein Leben im Griff. Oh Mann, ich find's voll süß. Guck doch einfach, wie toll die Kids sind. Wie schön sie auch spielen und so. Sie sind auch schön ruhig, ne? Einfach toll. Ach, ich habe unsere Putzhilfe gefunden. Die steht da hinten. So, Kommunikation und dann noch Denken. Gut, Ella isst ohne Hunger zu haben. Kenne ich auch zu gut. So, dann wecken wir mal dieses kleine Wunder hier. Ja, das stimmt, Rika, teilweise schon, ne? Okay, wir werden jetzt hier hingehen. Läuft doch. Ja, wenn alle in der Schule sind, schon. Kommt halt nicht so oft vor, ne? Nicht faulenzen. Das Problem ist halt, sobald die Jungs Teenager sind, müssen wir da halt auch wieder richtig viel machen. Okay, wir können die aber... Die werden zu Teenagern heute, Leute. Aber das sind dann große Kinder, das ist dann auch nicht leichter. Kleine Kinder kleine Probleme, große Kinder große Probleme. Ist das nicht so der Standardsatz jeder Mutti und jedes Papis? Okay, Ella. Mach doch direkt nochmal, ha? So, die Jungs sind von der Schule. Einser Schüler. Okay, unsere drei sind alt genug. Wir könnten sie jetzt noch altern lassen. Könnten wir machen. Sollen wir? Ja, oder? Dann haben wir das erledigt. Ach komm. Happy Birthday, Enfi. Sarah, hallo. Ja, Sims. Richtig. Happy Birthday, Enfi. So, ich check nochmal die Regeln. Du darfst ein Kind altern lassen, wenn dieses sein Bestreben erreicht hat oder Einserschüler ist. Wir haben Einserschüler. Und Monikas. Ja, wir spielen Sims. Das ist richtig. Sag mal Sim, hab ich. Weil wir das spielen. Was ist denn los? Was ist denn das jetzt hier, Leute? Okay, Envy hat Geburtstag. Wir werden auch Emils Geburtstag feiern. Ezra, wo ist Ezra? Hier. Happy Birthday, Ezra. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Happy Birthday. Wie geht denn das? Entschuldigung. Alter festlegen. Teenager. Und den auch. Sarah, ist alles in Ordnung bei dir? Oder, also, Account vor 13 Minuten erstellt. Ist alles okay? Willst du trollen oder willst du gern ein Teil von dem sein, was wir hier tun? Also kannst du dir gerne überlegen. Also eins von beiden halt, ne? Gibt die zwei Optionen. Entweder du gehst oder du bleibst oder du bist lieb. Aber dieses Rumtrollen, das mache ich nicht lange mit, das sage ich dir. Wir müssen natürlich würfeln. Also ich freue mich, dass du hier bist, Sarah. Mach's dir gern gemütlich, aber bitte nicht trollen. Und wie Sarah, hallöchen. Schön, dass du es reinschaffst. Ich freue mich sehr. Wie geht's dir? Dass sie schon Teenager werden, ist krass, oder? Also, wir haben Emil. Wir würfeln natürlich wieder. Emil ist treu und gesellig. Das ist natürlich richtig cool. Schöne Eigenschaften. Wir haben bei ihm das Ding auf Bewegung gesetzt. Aber wir wissen sonst noch nicht so wirklich, auf was wir gehen wollen bei ihm. Bewegung. Wir können ja mal gucken, was gibt es denn noch bei Sport? Ja, vergiss es. Das können wir ja alles nicht unterwegs machen, ne? Boah.
Ich weiß es nicht, Leute. Keine Ahnung. Was müssen wir denn machen als Teenager? Eine Fähigkeit maximieren. Er ist treu und gesellig. Eine Fähigkeit maximieren. Was könnten wir ihm denn für eine Fähigkeit geben? Warum antwortet wer nicht, Sarah? Das ist Lilly, weil Twitch ist ab 13 und wenn ich halt weiß, dass, also wenn du mir jetzt sagst, du bist 12 und ich das öffentlich im Chat lesen muss, dann muss ich dich halt von der Blatt, also von meinem, dieser Ace-Joker ist ein Mensch, Sarah, und also du kannst, oh, das wird das wieder so ein Ding, ne? Ich wette, also, du, wenn du eine Frage stellst, wird dieser Mensch, die Ace, dir wahrscheinlich auch antworten. Aber du musst bitte eine normale Frage stellen und nicht einfach nur fragen, warum sie nicht antwortet, weil du hast keine Antwort gestellt. Also gerne eine normale Antwort stellen und dann kriegst du auch eine bestimmt eine Frage stellen, dann kriegst du auch bestimmt eine nette Antwort. Genau, Lilly. Und wenn ich halt weiß, dass jemand offensichtlich gegen die Twitch-Guidelines verstößt, dann ist das ja kritisch, weißt du. Ja, und manchmal denkt man halt da nicht drüber nach, deswegen sagen wir, hey, sprich am besten gar nicht über das Alter, weil dann fühlt sich niemand mit und dann, ja, du weißt schon. So, okay, was wollen wir machen? Ich weiß es wirklich nicht. Ah, Bewegung. Es passt ja viel zu Bewegung. Sarah, als ob das hier durchgeht. Glaubst du wirklich? Als ob das in den Chat durchgeht. Okay, genau, wollte gerade sagen, Ace, du darfst. Bitte glaub mir, es wäre besser, wenn du rennst. Ey, jetzt habe ich dich erwischt. hat sie so einen Beleidigungstext gedrückt, ey. Ich lach mich kaputt. Das ist schon lustig, ey. Tommy, danke schön für 23 Monate. Vielen, vielen Dank für deinen Resub. Danke für deinen Prime. Schön, dass du da bist. Nächsten Monat einfach 2 Jahre. Krass. Dankeschön. Vor allen Dingen, ich finde es halt okay, weil dann ist es schnell erledigt, wisst ihr? Dann ist es schnell erledigt. Dankeschön, Ace. Sehr gut, dass du auch gleich gemeldet hast. Es ist halt, weißt du, ich will ja niemanden bannen, nur weil man mal einen schlechten Tag hat oder weil man halt mal ein bisschen extrem lustig sein will. Das ist ja völlig in Ordnung, ja? Da sind wir ja auch wirklich, es ist ja auch manchmal witzig. Und es ist ja für die Person manchmal witzig, alles in Ordnung. Aber ja, es ist natürlich, wenn man merkt, das wird jetzt langsam anstrengend für mich und meine Mods dann immer sehr cool, wenn sie dann direkt assi werden, weil dann kann man direkt bannen. So. Dann habe ich kein schlechtes Gewissen, wenn ich jemanden bann. Wisst ihr? Ja, ich habe mir eine Chance gegeben, absolut. Mrs. Donut, Hallöchen. Mann, ich weiß nicht, was wir mit ihm machen wollen. Was wollen wir denn mit ihm machen? Ah, Bewegung. Wir müssen ja nicht auf Bewegung gehen. Guck mal, er ist gesellig und treu. Vielleicht passt es auch, weiß ich nicht, wenn er gesellig und treu ist. Erfolgreichen Stammbaum oder so. Vielleicht nehmen wir da einfach gar nichts von dem, was wir jetzt haben. Oh ja, was mit Freunde der Welt wäre schön. Und schön, dass du es reinschaffst, Ankat. Hallöchen, Juna, hallo. Freund der Welt, ja. Beliebtheit, ne? Dass er vielleicht... Ja, Freund der Welt finde ich sehr passend für ihn. Oh Gott, Emil sieht wieder gar nicht aus wie Emil. So, das ist Enfi. Enfi ist Perfektionist und Öko-Fanatiker. Bei ihm haben wir gesagt, gehen wir auf Programmieren. Oh, passt es dann? Naja, es ist ein programmierender Öko. Kein Problem, Enfi. Dann gehen wir auf Wissen und Computerfreak. Und bei ihm gehen wir auf Programmieren auf jeden Fall. Die sehen schon wieder alle ganz anders aus, ne? Und der nächste, das ist Ezra. Einzelgänger und Perfektionist. Bei Ezra wollten wir auf Lehrer gehen. Der soll Lehrer werden. Deswegen könnten wir bei ihm auch auf Wissen gehen und vielleicht Akademiker, huh? Machen wir. Wir haben so lange bei dem einen Kind überlegt. Passt schon. Wir machen jetzt als erstes Enfi, weil der bei mir im Stammbaum immer ganz vorne ist. Die sehen jetzt alle anders aus, ne? Wilde Nummer. Oh, süß, ey. Das haben die dich von deinem Koalas abgehalten. Frech. Diese Haare, ja, wir gucken jetzt mal. Oh,
Wayboy mit Pam. So. Erstmal die Skins runter. Erstmal ausziehen hier. Wow, das ist... Wer ist das jetzt? Enfi, ne? Oh, der hat aber ein süßes Gesicht. Guckt einmal. So, Sushi-Test bestanden. Oh, Tommy und? Habt ihr schon probiert? Wie war's? War es lecker? Oh mein Gott, wie gut sieht Enfi bitte aus? Also, nicht so gut wie mein echter Enfi natürlich. Aber wow, das ist ein hübscher Mann. Sieht auch wieder so krass seiner Mom ähnlich, ey. Das ist so crazy. Die haben fast alle nichts von ihren Dads, ne? Also nicht wundern, gell? Wir machen hier Speedy Gonzales Umstyling wieder. Ihr wisst Bescheid, wie das läuft. Ja, aber... Nein! Ja. Oh mein Gott, ist das ein cooles Outfit. Aber ohne Make-up, bitte. Aber wie gut sieht es bitte aus? Macht es bald, Eule. Viel Erfolg. Okay, Janis. Oh mein Gott. Tschüss. Mann, stellt noch ein Foto in die Gruppe. Mega, sehr cool. Schön, dass es euch geschmeckt hat. Na, vielleicht habe ich ja irgendwann mal wieder eine Kooperation mit Reishunger. Dann könnt ihr Nachschub bestellen, wenn ihr natürlich wollt. Ja, Ellas Augen haben sich so durchgezogen durch die Family. Das ist wirklich crazy. Ja, wir werden Enfi ja niemals im Anzug sehen, weil so lange spiele ich ja mal gar nicht mit den Teenagern. Nö, ich finde es jetzt nicht schlimm, dass sie nichts von den Dads haben. Es überrascht mich nur ein bisschen. Also, habe ich das gesagt, dass es schlecht ist? Ich weiß manchmal gar nicht mehr, was ich sage, Leute. Hi. Süß. Ich find's ja schon irgendwie cool, ey. Ich find's ja schon irgendwie cool. Ja, genau, die Hautfarbe hat sich echt nicht so krass durchgesetzt. Aber eher die, oh. Kleiner Hänger grad. Ach, ihr wisst schon. Hast du nicht gesagt? Okay, ja, ich war mir gerade echt nicht sicher, weil manchmal sage ich was, ohne zu merken, dass ich was sage. Und dann passieren wilde Dinge in meinem Kopf, you know. Weibo. Er sieht so cool aus. Also hat natürlich gar nichts mehr mit meinem Enfi zu tun, aber wir wollten ja sowieso nicht den Enfi machen, so, also, ne? Das ist schon in Ordnung. Cool. Ja, sieht doch super aus. Ich mag den Style, Leute. Wir haben schnell... Wow, diese Lippen, ey. Insane. Insane Lippen hat dieser Mann. Uff. Guck into the camera. Nein, dankeschön. Ein gutes Bild. So, abspeichern. In the plum tree. Insane baby. Infi. Und zwar Teen. Oh, süß. Gut. Können wir den Enfi-Teen auch direkt ins Dings machen. Und dann müssen wir nur überlegen. Also wir gehen jetzt auf jeden Fall auf Programmieren mit ihm. Das haben wir schon gesagt. Und Berufswunsch müssen wir dann noch klären. Safe. Ein Fäscher. Ist so. Ist so. Ist ein reiner Fäscher. It's Nai Y Roblox, willkommen im Stream, Hallöchen. Und Blueberry, willkommen im Stream. Ace, Account vor 2 Stunden erstellt. It's Nai, wir spielen noch, also hauptsächlich Sims 4, weil das mein Hauptcontent ist. Aber wir spielen auch zwischendurch immer mal wieder was anderes. Also zum Beispiel jetzt am Donnerstag spielen wir Planet Zoo. Ich fange ganz von vorne an, ich habe schon so lange kein Planet Zoo mehr gespielt. Und wir spielen, Disney Dreamland momentan ein paar Mal im Stream. Also jetzt nächste Woche auch wieder. Da freue ich mich auch schon drauf. Das wird cool. Und Monika, hallöchen. So, Enfi haben wir. Dann geht's an Ezra. Die Haare auch cool, oder?
Oh Mann, ey. Erstmal wieder alles runter machen jetzt. Technikguru als Beruf für Enfi. Das wäre eine coole Idee, Linda, glaube ich. Ash for fruit. So, erstmal alles runter wieder. Ezra. Ich habe nur gemeint, dass der Account, der gerade gefolgt ist, Blueberry, vor 2 Minuten erstellt wurde. Das muss jetzt nichts heißen, aber... Na? Kann natürlich gleich ein Wiedersehen sein auch. Pixelbirne, Hallöchen. Ja, sehr gerne. It's Nay. Sehr, sehr gerne. Ja, mega, Luise. Die Koalas, ey. Oh Mann, ich will jetzt auch Koalas haben. Hör doch auf. Nee, ich muss heute noch Disney Dreamlight spielen, wahrscheinlich. Ach, das ist auch immer eine wilde Friese, gell? Nee, Ezra hatte ganz hellblonde Haare. Ja, ist ein Süßer, oder? Das ist Ezra gerade. Ja, ich ruf einfach Ace. Mach du nur weiter. Süß. Er ist schon heiß. Ist süß, ne? Könnte in der Boyband sein. Wir haben gesagt, der wird Lehrer. Nix da Boyband. Der hat keine Zeit für eine Boyband, Leute. Das ist ein Lehrer. Der muss den ganzen Tag lernen. Aha. Süß! Komm mal! Süß! Jetzt sieht er wirklich aus wie ein Boy aus einer Boyband. Oh, süß! Backstreet Boys. Ja, Lina, Hallöchen. Oh mein Gott. Ich muss mich nach dem Stream zwischen Lesen und Disney Dreamlab entscheiden. Oh, das ist momentan auch echt schwer für mich, mich da zu entscheiden. Weißt du, was ich da jetzt gemacht habe, Melli? Ich mache das dann so, dass ich sage, ich lese zum Beispiel ein Kapitel vorher. Dann spiele ich, also ein Kapitel, ich weiß nicht, wie lange dein Buch ist und so, aber musst du mal gucken. Also ich habe dann zum Beispiel ein Kapitel gelesen und dann habe ich eine Runde Disney Dreamland gespielt und dann habe ich vorm Schlafen genommen ein Kapitel gelesen. Könnte auch bei Super Senior singen. Hä? Super Junior singen? Was ist das? Ist das auch so eine Castingshow? Ich hoffe, ich kenne doch nichts. Bitte? Das nehmen wir. Heute wird Bright beendet. Oh, nice! Oh, Sumiwa, ich bin gespannt, was du sagst. Ey. Wild. Wild, wild. Sila. Oder Hörbuch. Oh ja, Hörbuch ist natürlich auch nicht möglich. Ist eine K-Pop-Boyband. Ja, na klar. Tja. Easy. Das wissen wir doch. Hm. Und Wecker um 4. Oh no. Oh, Melli. Na, aber guck mal. Ein Kapitelchen? Oh, oh, oh. Ein Kapitelchen? Nicht. ach Gott, ey. Piercing? Nee, die nimmst du raus? Da gibt's keine Piercings hier bei uns. Nee. Nee, keine Piercings. Sag mal, ich glaube, ich spinne. Du bist ja gleich gefährlich, wenn du Piercings hast. Tattoos und Piercing ist ja gleich ein Krimineller, du. So ist es. Ich sag's euch, Leute, wenn ihr Tattoos und Piercing, dann seid ihr kriminell. Aha. Wir wollen nicht kriminell sein, also hört auf, das zu verherrlichen da, diese Piercings von den anderen Leuten. Oh, der ist ein hübscher junger Mann geworden. Ich habe Tattoos und ich weiß, wovon ich rede. Ich bin kriminell und gefährlich. Ja, da könnt ihr mal jeden fragen, wie das funktioniert, wenn man Tattoos und Piercings hat. Das ist schneller passiert, als ihr gucken könnt, die Gefährlichkeit und die Kriminalität. Wen haben wir hier? Ezra, gell? Teen. So ein attraktiver junger Mann. Wow. Uff.
Nehmt euch vor, Sandrina. Ja, ich finde die kriminelle Seite sehr ansprechend. Lina, du, Hilfe. Ja, mach das so, Mima. Ganz, ganz viel Spaß, habe ich gesagt. Und bin gespannt, was du am Ende für eine Rezession da lässt. Sagen die Eltern manchmal zu ihren Kindern im Kindergarten, wenn sie glauben, ich kann sie nicht mehr hören. Oh, wegen dir oder was? Lilly, hast du Tattoos und Piercings? Oh, no way! Das müssen wir jetzt besprechen. Ist das so, weil du Tattoos und Piercings hast? Ja, ich wurde auch direkt einen Tag nach meinem Tattoo-Termin als Straftäter verurteilt. Ja, das geht schneller, als man denkt, Corvus. Da muss man immer ein bisschen gucken, aber man steckt halt auch nicht drin in der Straftäterschaft, ne? Hab sowohl Tattoos als auch Piercing. Oh, du bist eine Kriminelle, Lilly, ey. Uff. Und da fühlst du dich sicher in deinem Job? Du arbeitest mit Kindern. Lilly, das ist grenzwertig. Ich möchte, dass du da jetzt nochmal drüber nachdenkst. Reflektier das doch mal bitte. Du hast Umgang mit Kindern. Die sind doch total geschockt, wenn sie sehen, dass du Tattoos und Piercings hast. Kelly, willkommen im Stream. Danke für deinen Follow. Da sind die doch total geschockt. Das kennen die doch nicht vom normalen Leben. Die werden dich sehen und denken, oh mein Gott, was ist mit der los? Oh, wir haben Emil aber auch immer ein bisschen... Oha, Emil sieht ganz anders aus. Emil, anderes Kind, ey. Stimmt, morgen kündige ich. Es ist besser. Es ist zu deinem und ihrem Schutz, Lilly. Weißt du? Es ist zu unser aller Schutz, dass du dir einen neuen Job suchst. Es ist nämlich ein bisschen grenzwertig, Bro, sag ich dir. Oh Leute, das ist schlimm, oder? Dass immer noch so gedacht wird teilweise. Es ist einfach immer noch so. Es ist voll verrückt. Auch ein bisschen traurig so, aber ja, naja. Guck mal, wie krass anders er aussieht als seine Zwillingsbrüder. Er hat einen ganz schmalen Mund, ne? Kuckuckskind, bitte? War das nicht das Kind? Nee, das war nicht das Kind, das entführt wurde. Nicht, dass wir ein falsches zurückgekriegt haben. Aber es war doch Grayson. Pack die Piercings weg jetzt! Sag mal! Aber ist es nicht auch von Vorteil, die Kinder so früh möglich abzuhärten? Also ich finde sowieso, das ist alles, also wer, ganz ehrlich, ne, Lilly, also, oder ihr alle, ne, ganz ehrlich, wer heutzutage noch Vorurteile, also sowieso, ne, also es gibt, das kann ich ja auf alles übertragen, aber gerade jetzt auch, wenn wir jetzt über Piercings und Tattoos sprechen, bleibe ich jetzt mal bei dem Thema, es ist doch lächerlich, dass Menschen da heute noch so, ne, also wirklich, also ich finde, da muss man langsam auch mal in der Realität ankommen. Ja, ich meine, das gibt es in sehr vielen Lebenssituationen. Also das könnte man jetzt auch natürlich auch nach wie vor auf die Hautfarbe, auf die Sexualität, aufs Geschlecht etc. alles Mögliche ausweiten. Aber um jetzt nur bei dem Beispiel zu bleiben, lächerlich, ja, dass es immer noch Thema ist. Überhaupt. Sieht süß aus. Er hat einen coolen Stil. Die Musik ist gut. Man wird ja doch auch mit Tattoos und Piercing geboren, bitte. Ich lasse mir am 21.05. mein erstes Tattoo stechen. Oh, ich hoffe, es tut nicht arg weh, weil da genau eine Narbe ist. Hm. Also Tattoos stechen tut schon weh, aber es ist immer nur ein kurzzeitiger Schmerz. Und es ist schon schön zu sehen, wie sich es entwickelt, das Tattoo. Und am Ende freut man sich. Das ist echt anders. Also ich finde... Ich heul immer rum wie so ein kleines Mädchen, also wirklich wie so ein ganz kleines Mädchen, die ihre Ohrlöcher gestechen bekommt. Ich heul dann immer ein bisschen rum, aber am Ende freue ich mich immer voll über die Tattoos und dann ist es auch nicht mehr so schlimm. Aber es ist natürlich schon schmerzhaft, also für die meisten ist es schmerzhaft. Es gibt natürlich auch immer Ausnahmen, Leute, denen es überhaupt nichts ausmacht. Ja, aber unsere Kinder haben einfach einen tollen Style, du. Ich habe auch Piercings und Tattoos und meine Uroma, 93 Jahre alt, meckert deswegen immer. Ja, es ist halt, ich meine, ich verstehe schon, warum manche das nicht so geil finden. Zum Beispiel jetzt, wenn ich ein Kind hätte und mein Kind sagt, hey Mama, ich steche mir morgen ein Tattoo, dann würde ich schon sagen, oh, hast du dir das gut überlegt, ne? Das bleibt ja für immer so eigentlich. Ich meine, das kann man mittlerweile auch gut weglasern, aber ne? Es ist ja auch mal eine Kostenfrage, es bleibt theoretisch für immer. Und Pärchentattoos und so bin ich jetzt nicht so ein Fan von. Aber am Ende... ist auch ein Auto eine große Investition. Es ist auch, keine Ahnung,
es ist auch eine große Investition, sich zu entscheiden, zu heiraten. Da sagt ihr auch keiner, bist du dir sicher? Das bleibt für die Ewigkeit, weißt du? Also es gibt viel, oder manche sagen es schon, aber es gibt viel, wo man am Ende sagen kann, oh, hätte ich besser nicht gemacht. Aber das sind alles Sachen, mit denen man leben muss. Also mein Tattoo, ich habe auch eins, wo ich denke, oh, ich hätte es doch lieber ein bisschen anders gemacht. Es gefällt mir jetzt nicht mehr so gut, aber es ist jetzt an mir. Es ist mein Tattoo und es bleibt da jetzt. Also klar, vielleicht will ich es irgendwann ändern oder so, aber eigentlich nicht. Also es ist halt nur vielleicht nicht so perfekt. Man kann es halt nicht wegradieren und neu machen, aber dann ist es halt so. Na, es ist trotzdem nicht schlimm. Oh, ist Mima süß. Oh, sehr gut, Corvus, ey. Ich hoffe, das hilft dir. Sieben Jahre überlegt. Oh, Vanni, wie schön. Muss auch sagen, dass Piercings tut mehr weh als Tattoos. Geht zwar schneller wieder weg, aber Tätowieren fand ich trotzdem angenehmer. Ja, ich glaube, da ist jeder auch anders schmerzempfindlich, ne? Es kommt auf die Stelle an. Klar, Rika, absolut. Hätte ich jetzt gar nicht bei dir gedacht, da du doch so ein großes hast. Ja, ich habe das immer mal wieder erweitert halt, ne? Genau, total auf die Stelle. Tätowieren angenehm, für den Fußrücken hat mich nicht gejuckt, krass. Ich saß vor 4 Wochen um die 6 Stunden beim Tätowierer. Am Ende war es sehr schmerzhaft. Oh, Panusch, ey, crazy. Den Namen meiner Tochter auf dem Arm, bin wohl sehr kriminell, du kleine kriminelle Nudel, Nini. Tattoos sind permanent, ja, Kinder auch, da meckert aber auch niemand. Ja, ist so. Cover abmachen, aber es ist leider auch nicht so gut geworden, wie erhofft. Oh, okay, 20 Jahre später mag ich meins auch nicht gerne. Aber da gibt's ja Möglichkeiten, ne? Bin 3-mal in Ohnmacht gekippt. Ach du grüne Neune, Miru. Ja, aber dann macht's auch keinen Sinn, das nochmal zu überstechen oder so. Aber am Ende, wie gesagt, das ist ja... Also, klar, manchmal triggert einen das dann schon, wenn man's immer wieder sieht und eigentlich unzufrieden ist. Aber ich denke mir dann so, ey, am Ende ist es auch nur ein Tattoo, so, ne? Also, ja... Okay, krass, Leute. Dann würde ich sagen, beenden wir den Part. Wir werden im nächsten Part 3 Kinder... Nee, warte mal. 3 Kinder bekommen, wollte ich gerade sagen. Ich wollte nur gerade sagen, wir haben mit diesem Part 3 Kinder umgestylt und im nächsten Part werden wir sehen, wie viele Kinder wir kriegen. So rum. Ey, ich hoffe nicht, dass wir mehr als 1 kriegen. Das wäre so ideal. Wir haben extra woanders getechtelmechtelt, Leute, ne? Also wirklich, das wäre jetzt wirklich schade, wenn wir mehr kriegen. Naja, gut. Okay, aber ich freue mich total, dass es geklappt hat mit dem Umstyling. Und das Video kommt jetzt auch heute online. Also jetzt direkt im Anschluss. Und wir können gleich noch einen Moment quatschen auf Twitch. Und für euch auf YouTube, ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke fürs Nachschauen oder Mittag, je nachdem, wenn ihr das Video natürlich schaut. Und schreibt mir gerne Namensvorschläge mit GH in die Kommentare. H? H? Nee, H-I. I! Hallo! I! A, B, C, D, F, G, H, I! Tschüss, ihr Lieben auf YouTube. Bye, bis zum nächsten Part.